So viel Motorsporttechnologie steckt in keinem anderen Serienfahrzeug von Mercedes-AMG wie im GTR. Der Racer übernimmt viele technische Details von seinem Rennstreckenbruder AMG GT3. Die wichtigsten Zahlen zuerst. Der 4 Liter V8 Biturbo leistet statt 510 PS im AMG GTS nun 585 PS. Dafür wurden neue Turbolader verbaut, die Auslasskanäle optimiert, die Verdichtung modifiziert und der Ladedruck von 1,2 bar auf 1,35 bar angehoben. Das maximale Drehmoment von 700 Newtonmeter liegt zwischen 1900 und 5500 Umdrehungen pro Minute an. Außerdem haben die Ingenieure die Hard- und Software des AMG Speedshift Doppelkupplungsgetriebes optimiert. So sprintet der hinterradangetriebene AMG GTR in 3,6 Sekunden auf 100 km/h. Die speziell entwickelten Schmiederäder messen 19 Zoll vorne und 20 Zoll hinten. Neben der Leistung wurde vor allem aber an der Aerodynamik gefeilt. Die vorderen Kotflügel bestehen beim GTR, genau wie das Dach, aus Carbon. Insgesamt wächst der GTR an der Front um 46 mm und am Heck um 57 mm in die Breite. Das schafft Platz für eine breitere Spur. An der Front verfügt der AMG zudem über einen neuen Frontsplitter, der den Auftrieb an der Vorderachse reduzieren soll. Historischen Bezug hat der sogenannte Pan-Amerikaner Kühlergrill mit 15 verchromten senkrechten Streben, der auf den legendären 300 SL aus dem Jahre 1952 zurückgeht. Die AMG-typische Frontschürze im A-Wing-Design wurde weiterentwickelt und nun Jetwing-Design getauft. Exklusiv für den GTR gibt es die neue Mattlackierung namens Green Hell Magno. Markanteste Änderung am Heck ist die zentrale Endrohrblende des Titanauspuffs mit darüberliegendem Luftauslass. Nur wer ganz genau hinschaut, erkennt, dass sich rechts und links im Doppeldiffusor noch zwei weitere Endrohrblenden befinden. Die Klappenabgasanlage wurde wie die meisten Teile speziell für den GTR entwickelt. Oberhalb des Auspuffs ziert das Topmodell ein starrer Heckflügel, der sich mechanisch einstellen lässt. Erstmals für ein Mercedes-AMG-Modell gibt es beim AMG GTR die Hinterachslenkung. Bis 100 km/h werden die Hinterräder in entgegengesetzter Richtung zu den Vorderrädern eingeschlagen. Über 100 km/h lenkt die Hinterachse parallel zur Vorderachse mit. Das System soll nicht nur das Handling verbessern, sondern auch die Sicherheit erhöhen. Zusätzlich wurde ein komplett neues Gewindefahrwerk entwickelt, das mit der adaptiven Dämpferverstellung AMG Ride Control kombiniert wurde. Für ein noch feinfühligeres Fahrgefühl wurde die neunfach einstellbare AMG Traction Control aus dem AMG GT3 übernommen. Im Innenraum verbaut Mercedes-AMG serienmäßig manuell einstellbare Sportschalensitze mit gelben Nähten. Wer es gemütlicher mag, greift zu den aufpreispflichtigen AMG Performance-Sitzen. Ab Werk wird der AMG GTR mit einer innenbelüfteten und gelochten Bremse ausgeliefert. Die Bremssättel sind in diesem Fall gelb, passend zum R-Schriftzug am Heck. Gegen Aufpreis können Rennstreckenjünger aber auch die Keramikbremse ordern. Bestellbar ist der 318 km/h schnelle Mercedes AMG GTR ab sofort. Der Einstiegspreis 165.410 €. Die ersten Kundenfahrzeuge werden im März 2017 ausgeliefert.